1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Heute, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Ramona und die Ramona ist 40 Jahre alt. Hallo Ramona. Hallo. Was ist dein Thema, Ramona? Mein Thema ist der Tod meiner Tochter und die Unterschriftenaktion, die mir da angefangen haben zu führen. Mhm. Warum ist deine Tochter verstorben? Weil die von einem mehrfach bestraften Sexualtäter brutal ermordet worden ist. Ja. Wann ist das passiert? Am 22.06. dieses Jahres. Ist das in Ostdeutschland passiert? Ja, in Thüringen. Mhm. Magst du den Tathergang und die Umstände uns mal etwas erzählen? Naja, ich, meine Tochter, die ist immer früh 9:30 in den Kindergarten gegangen oder 9:45 und kam immer 10:45 nach Hause. Mhm. Wie alt war sie? Sie war 6 Jahre, also ja, schon 6,5 und war, die war selbstständig, die war ja vom Verhalten einfach älter wie 6 Jahre. Mhm. Mhm. Und die seit einem Monat ungefähr ist die schon als Mittagskind dann immer alleine nach Hause gekommen. Mhm. Wir hatten, die hat es nicht weit gehabt, nur 300 Meter und es war eine ganz ruhige Dorfstraße. Ach, nur 300 Meter? Ja, es war 300 bis 400 Meter, mehr war das. Mhm. Und alle auf der Dorfstraße kannten die, die hat mit jedem gequatscht dort und ihre Späßchen gemacht. Ja, jedenfalls, die war immer super pünktlich und 10:45 spätestens war die da und da kam die aber nicht. Ich habe auf dem Balkon geguckt und gewartet und habe sie nirgends gesehen. Dann habe ich im Kindergarten angerufen und da wurde mir gesagt, dass sie weg ist. Da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin dann die kleine Straße lang gefahren und habe sie nirgendwo sehen können. Hätte ja sein können, die redet dort mit jemandem und so. Ja, ja, ja. Aber das war nicht der Fall. Also bin ich wieder hoch, bin zu meiner Freundin, also erst nochmal im Kindergarten angerufen, habe gesagt, ich sehe sie nirgends. Ja, das kann nicht sein, die haben mir aber weggeschickt. Mhm. Bin ich nochmal losgefahren. Ich dachte, vielleicht ist sie doch in den Hof rein bei einem Kind spielen oder was weiß ich. Mhm. Wieder nicht gesehen. Dann bin ich zu meiner Freundin hoch und habe gesagt, Jessica ist weg. Mhm. Ich finde sie nicht. Ja, und 2 Minuten ungefähr habe ich gewartet. Dann sage ich, muss jetzt die Polizei anrufen. Da war es ungefähr 10:30. Hast du doch so schnell reagiert, weil dir das unheimlich vorkam, das Ganze? Ja, ich wusste da, ich kann das nicht beschreiben, was ich hatte ein ganz komisches Gefühl, ich wusste, hier stimmt was nicht. Mhm. Die sind auch dann ziemlich schnell gekommen, die waren dann ungefähr so 10:50, ja, alle Mann da mit Hubschrauber, Wärmebildkamera, Hundestaffeln und, naja, ja, ich habe aber von dem einen ja dann nicht viel mitgekriegt mehr. Ja, ich kann mich sehr grob an diesen Fall erinnern, der ist ja auch groß durch die Presse gegangen. Und ich erinnere mich, dass der Täter sich selbst gestellt hat. Das ist so, ne? Klug war er noch, muss ich dazu sagen. Bitte? Ich sag, da war er noch klug. Vielleicht denkt er, dass er eine Strafe kriegt, die nicht so hoch ausfällt. Wie viel Zeit lag zwischen der Tat und dem sich stellen? Ungefähr 2,5 Stunden vielleicht. Hm. Was hat er mit dem Kind gemacht? Also ich habe es ja erst einen Tag später richtig erfahren. Obwohl die alle das ja schon einen Tag vorneweg gewusst haben. Also soweit, wie ich jetzt auch von meiner Anwältin weiß, ist er mit ihr in den Wald gefahren. Mhm. Muss noch ein Stück gelaufen sein. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass der Tatort und Fundort für mich nicht identisch sein kann. Aber es ist erstmal jetzt egal. Mhm. Dann hat er seine Hose aufgemacht. Und wollte, dass Jessica ihn da anfasst. Mhm. Jessica hat das nie gemacht. Mhm. Da hat er ihr eine Ohrfeige verpasst. Mhm. Und fing sie dann laut an zu weinen und hat gesagt, sie will nach Hause. Mhm. Und da muss er sie gewürgt haben.
Und weil das nicht gereicht hat, hat er 10-mal mit dem Schraubenzieher in ihr Herz gestochen. Bis sie dann tot war. Ja. Hat er sie dann auch noch sexuell missbraucht? Also soweit, wie ich weiß jetzt bis jetzt, ne, aber wie gesagt, das erfahre ich ja alles erst zu verraten oder nächste Woche, wenn ich die Akte lesen kann. Ich stelle es mir unglaublich, uns allen bleibt ja der Atem stehen, während du sprichst. Ich stelle es mir unfassbar vor, das überhaupt als Mutter nochmal so auszusprechen oder sich das vor Augen zu führen. Ja, es ist ja sowieso jeden Tag bei mir im Kopf drin. Weil es geht ja bei mir wie in einem Film, aber ich war ja nun nicht dabei. Da hätte ich ja noch was machen können, aber es ist bei mir im Kopf, als hätte ich es gesehen. Ich sehe die richtig vor mir, wie sie strampelt, wie sie sich wehrt, wie sie ihre Kräfte auslebt. Ja, aber mit 6 Jahren. Dieser Mann, auch da meine ich mich grob zu erinnern, war wegen sexuellem Missbrauch vorbestraft, ne? Ja, ganz genau. Er hatte schon einige Sachen getan. Also der hatte 16 Monate, soweit wie ich das noch weiß, bekommen wegen Vergewaltigung. Danach hat er noch einmal 3 Jahre und 4 Monate, das war aber dann 10 Jahre später, Haft gekriegt wegen sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Und zwischendurch immer noch mal Haft wegen Diebstahl und dann noch mal Bewährung, auch also, wegen Diebstahl. Also das ist auch wieder so ein Fall von denen, wir haben ja leider sehr oft schon von solchen Fällen gehört, wo eigentlich die Behörden höchst alarmiert gewesen sein hätten müssen. Ja, zumal ja seine Lebensgefährtin, soweit wie sie mir das erzählt hat, ihn auch noch angezeigt hat wegen Kreditkartenmissbrauch und Unterschlagung. Ich meine, hätten sich ja mal die Akte ziehen können, dann hätten sie ja gesehen, was... Warum hat er, weißt du etwas darüber, hat er sich geäußert, warum er das Kind ermordet hat? Nee, also ich weiß nur so einzelne Details von der Anwältin und ja, das, was in der Zeitung stand, wo er so einfach so gesagt hat, ich wollte sehen, wie das Kind leidet. Also, ja. Hast du dein Kind nach dieser Tat noch einmal gesehen? Ja, einen Tag später dann, als die Obduktion beendet war, habe ich verlangt, dass die ins Leichenschauhaus gebracht wird und dort aufgebaut wird, damit wir uns alle in Ruhe verabschieden können. Und habe die Bettwäsche mitgegeben, ihr Lieblingsvideo, ihre Lieblingspuppe, mit der die immer unterwegs war. Und ihre schönsten Sachen, die sie zu gerne angezogen hatte. Ja, und da hat der Bestatter die dort fertig gemacht und ich bin dann mit meinem Lebensgefährte, mit meinem großen Sohn und ja, dort hoch und hab die das erste Mal gesehen. Hast du das ertragen können oder hast du einen Zusammenbruch bekommen oder wie war das? Das war ich. Als ich die dort liegen gesehen hab, das war einfach schlimm. Ich hab da förmlich im Gesicht angesehen, dass sie viel geweint haben muss und dass sie panische Angst gehabt hat. Sie hat ja blaue Flecke gehabt. Und dann war das Gesicht zugeschwollen und ich war so kalt. Und Ramone, dieser Täter, du hast gesagt, ihr wohnt auf einem kleinen Ort, einem Dorf. Ja. War der bekannt bei euch, dieser Mann? Ja, da ist neu her, also gezogen. Ich weiß ja nicht, ob er sich polizeilich angemeldet hat. Er stand auf dem Briefkasten mit drauf. Seit 4 Monaten ungefähr war der da. Achso, und du kanntest den vom Ansehen nicht? Ja, euer vom Ansehen, der hat ja mit bei uns im Haus gewohnt. Ach, der hat bei euch im Haus gewohnt? Ja, der hat immer viel mit den ganzen Kindern gespielt. Und dadurch, dass seine Freundin ja auch ein Kind hatte, hat sich ja niemand Gedanken drüber gemacht, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Moment mal, der hat bei euch in eurem Haus, wo ihr auch gewohnt habt, hat der gewohnt? Ja. Das heißt, die Kleine kannte den auch vom Ansehen? Ja, sehr gut, weil die haben immer Verstecker und Fanger und blinde Kugel zusammengespielt mit den ganz anderen Kindern. Das heißt, die ist ohne Angst mit ihm mitgegangen? Und die wäre sonst ja nie eingestiegen, wenn die den nicht gekannt hätte. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du willst auf eine Unterschriftenaktion aufmerksam machen oder was ist ja, das? Ja, wir haben dann gleich danach habe ich angefangen, eine Unterschriftenaktion zu starten, wo
wo es darum geht, dass wir andere Gesetze für Sexualtäter und Mörder fordern. Mhm. So, und wir haben auch eine eigene HP eröffnet, eine Homepage zum Andenken für die Jessica. Und da ist ein schönes Forum auch mit eingerichtet. Ja. Magst du die Adresse sagen? Ja, das ist www.jessicapop-metzels.info. Das ist nochmal Jessica Pop. -Metzels, metzels.info. Und wenn man sich an dieser Unterschriftenaktion beteiligen will, kann man das über diese Homepage machen? Das kann man über die Homepage machen. Da kann man sich die Unterschriftenlisten runterladen und den Aufruf dazu. Mhm. Das kann man auch per E-Mail machen. Das sieht man dann aber alles unter Unterschriften und kann das dann alles zu mir schicken. Was wäre nach deiner Auffassung eine richtige Strafe für ihn? Die richtige Strafe, die kann ich nicht aussprechen. Aber jedenfalls für immer ins Gefängnis. Für immer ins Gefängnis, ohne Wenn und Aber. Mhm. Ohne, dass er irgendwann mal die Chance besitzt, einen Antrag zu stellen auf Haftüberprüfung oder dass er wieder raus darf, was ja sehr häufig passiert, zu viel. Mhm. Also für immer und dann auch für die ganzen Kosten, die wir jetzt haben. Dort arbeiten geht. Hast du nach diesem unfassbaren Unglück, das dir passiert ist, hast du eine psychologische Betreuung, eine Hilfe? Ich habe eine psychologische Betreuung gehabt, sage ich mal. Ich bin aber jetzt schon lange nicht mehr hingegangen, weil ich komme da einfach nicht zurecht, weil ich mir sage, die Frau gibt mir sowieso die gibt mir sowieso nicht meine Tochter zurück. Und das, was ich jetzt mache mit der Unterschriftenaktion, mit der Homepage und mit dem Forum, das hilft mir mehr als wie jeder Psychologe. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und es ist sicher auch es ist eine sinnvolle Aktion und sicher hilft sie dir auch, diese Aktivität in der jetzigen Lage. Ja, was uns aber alle traurig macht, dass noch so viele da weggucken. Mhm. Einfach wegschauen und nichts davon wissen wollen. Also, du hast in mir einen Verbündeten. Wenn es irgendwie geht, thematisieren wir dieses Thema hier immer wieder. Und ich habe auch immer und immer wieder mich dazu geäußert, dass ich das Strafmaß auch für viel zu gering erachte, was im Moment gang und gäbe ist. Mir tut es unglaublich und unaussprechlich leid, was geschehen ist. Ja, das Leben ist ja nicht mehr so, wie es ist. Das kann ja nicht mehr so werden. Ja, das glaube ich. Ich möchte dir, auch wenn du gerade so über die Psychologin gesprochen hast, dass das dir nicht so sehr viel bringt. Ich möchte dir dennoch jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, damit das auch noch etwas ausklingt, was wir jetzt gesprochen haben, weil wir ja nicht so ganz lange hier auf dem Sender sprechen können. Wärst du damit einverstanden? Ja, gerne. Ramona, legst du bitte auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Und ich wünsche dir viel, viel, viel Kraft, viel Kraft. Jawohl, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050, so könnt ihr mich erreichen oder ihr mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Risken. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ja, 13 Jahre bist du alt. Ja. Ist aber ein ungewöhnlicher Name. Ja, das ist Risken, spricht man das aus. Die meisten können das dann aussprechen, aber das ist eigentlich ein deutscher Name. Ah, ein alter deutscher Name vermutlich. Ja, denke ich schon. Risken, um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich wollte erst nochmal mein hässliches Beileid zu Ramona, glaube ich, richten, weil das finde ich auch unglaublich, sowas. Sehr schlimm und sehr tragisch und sehr traurig. Ja. Ja. Sehr nett, dass du sagst. Jetzt zu deinem Thema. Bei mir ging das so, also seit meiner Geburt war ich nur mit Erwachsenen zusammen. Also nie mit kleinen Kindern oder sowas. Das bei uns, wir waren in Mehrfamilienhaus, nur waren fast gar keine Kinder. Und ich war da ganz alleine und ich saß immer bei Erwachsenen. Und bis heute benehme ich mich wie ein Erwachsener, sagen alle Kinder. Deswegen habe ich auch nie Freunde oder sowas. Oder so. Aber du bist doch in der Schule mit Gleichaltrigen konfrontiert worden. Ja, das schon, aber das hat nie geklappt. Ich wurde immer gehänselt. Ja. Dann auch so Unglaubliches, da haben die mich zu fünft genommen und in die Mülltonne getan, das habe ich auch nur aus Filmen gekannt. Dann bin ich auch so Auszeiten aus der Schule gekommen. Und dann im Januar diesen Jahres bin ich dann in die Psychiatrie hingewiesen worden, weil ich hatte dann so psychosomatische Anfälle bekommen. Ja.
so Herzattacken und sowas in der Öffentlichkeit und zu Hause. In deinem Alter schon? Ja. Mhm. Und mein Vater ist auch trockener Alkoholiker. Ja. Und da habe ich auch ziemlich viel mitgemacht. Ja. Hör mal, ich muss mal eben zwischendurch fragen, ist das jetzt ein Jungenname oder ein Mädchenname? Das ist ein Jungenname. Jungenname, ich war mich gerade ganz unsicher. Ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Ja. Hätte ja sagen können, von der Stimme kann man es ja manchmal gar nicht so ganz klar auseinanderhalten. Ja. Das heißt, du hast nie noch nie einen guten Kumpel, einen guten Freund gehabt? Nee, noch nie. Und wenn ich dann einen hatte, dann habe ich erst gedacht, oh Gott, endlich mal einen richtigen Freund. Und dann hat man später schon gemerkt, dass das nicht richtige Freunde waren, die dann gleich dann irgendwie mit jemand anders durchgebrannt sind, wie wir es nicht. Ja. Und dann einfach auf mich nicht mehr geachtet haben, mich dann genauso gehänselt haben. So, dann warst du in psychiatrischer Behandlung, hast du gerade gesagt? Ja, also ich war da 5 Monate, das ist eine lange Zeit. Finde ich auch, ja. Ja, da war ich und ich bin dann auch oft ohnmächtig geworden, weil ich diese Herzattacken hatte. Mhm. Und ich hatte wirklich immer Angst zu sterben die ganze Zeit. Mhm. Und heute kann ich auch darüber lachen, weil wie ich da rumgeschrien habe und dann auf den Boden gefallen bin und war dann ohnmächtig. Ja. Geht es dir denn heute, also erstmal so körperlich und auch so vom Gefühl her besser als früher? Ja, körperlich geht es mir ziemlich gut, aber sonst noch nicht so richtig, weil ich habe auch so, da war auch neulich jemand da war eine, ich glaube, sie war 56. Mhm. Und die konnte auch nicht schlafen. Die hatte wirklich ganz wenig geschlafen. Bei mir in der Sendung, oder was? Was? Bei mir in der Sendung, meinst du? Ja. Ja, das stimmt, in der Tat. Mhm. Ja. Ja. Und das habe ich auch gehört. Das habe ich gedacht, wenn ich mal jemand, den ich auch kenne, den ich auch mal gehört habe, der sowas hat, weil ich schlafe, wenn es hochkommt, manchmal nur 2 Stunden nachts. Wir wollen mal nochmal zwischendurch sagen, du bist 13 Jahre erst alt, ne? Ja. 13 Jahre. Ich sag mir doch nochmal, ich habe das Familienverhältnis noch nicht so ganz kapiert. Mit wem lebst du zusammen? Mit deinem Vater und deiner Mutter? Ja. Es gibt keine Geschwister, immer doch. Noch nicht. Jetzt doch. Mein Bruder ist, der wird 4 am Weihnachten. Also, gut, der ist das aber ziemlich weit auseinander, ne? Ja, ja, 10 Jahre. Mhm. Gehst du denn jetzt wieder normal zur Schule? Nee, im Moment bin ich suspendiert, weil, das kam mir auch deswegen, weil ich nachts nur 1 Stunde schlafe oder 2 und den nächsten Tag dann auch nicht schlafen kann, weil ich dann zu überdreht bin. Deswegen ist mir das dann auch nachts, ich habe alles versucht mit Licht aus, mit Medikationskassetten und so. Ja. Ja, das kenne ich auch alles sowas. Ja, und dann gucke ich immer deine Sendung, ja, und dann irgendwann dann nachts um 5 schlafe ich ein, stehe dann morgens ganz früh auf. Mhm. Wie ist das denn, fühlst du dich denn zu Hause wohl? Das ist teils, teils. Also mein Vater, mit dem komme ich nicht klar, schon immer nicht. Meine Mutter, die mit der komme ich im Moment auch nicht klar. Ich soll ja jetzt morgen mir ein Heim angucken, muss dann dahin. Ach so. Ja, meine Eltern haben gesagt, die kommen mit mir nicht mehr richtig klar. Ach so, das heißt, du sollst jetzt in ein Heim und hast morgen quasi eine Besichtigung. Ja, aber morgen habe ich nur die Besichtigung von der Heimschule. Weil das ist so, das sind 2 Heime. In einem gehe ich in die Schule und in dem anderen werde ich dann hingefahren. Das ist zwar ein Heim, aber ich komme dann nur in die Wochengruppe. Also Wochenende bin ich dann daheim. Ach so, würde so rein, also nehmen wir mal an, dass das Heim und die Schule gefällt, beides gefällt dir. Ja. Würdest du dich darauf freuen? Wäre das okay, so diese Lösung? Das ist verschieden, weil ich halt auf einer Seite freue ich mich, weil im einem Heim kenne ich jemanden, der war bei mir in der Klasse. Ja. Und weil ich mich auch meistens nur mit Mädchen verstehe, das ist ganz komisch. Ja. Und das ist. Aber da sind auch Mädchen im Heim. Ja, es ist verschieden. Eigentlich ist es doch gar keine schlechte Lösung. Dann hast du endlich die Chance, mal unter Gleichaltrige zu kommen und du kennst auch schon jemanden. Ist auch immer gut, so als als Andockpunkt. Und du bist nicht so ganz von zu Hause weg. Du kannst am Wochenende hin, wenn du möchtest. Und vielleicht ist das noch eine Chance wirklich für ein ganz neues Leben. Du hast ja offensichtlich auch schon eine ganze Menge für deine 13 Jahre mitgemacht. Ja. Eigentlich klingt es nicht schlecht, finde ich. Und wenn du eh nicht so ein tolles Verhältnis im Moment zu deinen Eltern hast, bist du ja da mehr in der Sackgasse zu Hause. Ja. Ne? Weil ich habe auch schlechte Erfahrungen gehabt in der Psychiatrie mit den Erziehern. Das sind ja auch der Erzieher. Und weil das war wirklich eine, ich habe gesagt, ich habe ja im Moment auch vom Jugendamt eine erzieherische Hilfe. Die hat auch vorgeschlagen, dass ich ins Heim gehe. Und ich habe das der auch erzählt, dass sowas jemand nicht in den Job gehört eigentlich als Pädagogin. Sie hat wirklich jedes Kind permanent angeschrien. Und dann einmal hatten die bei mir das Zimmer durchsucht. Ja. Das machen die öfters da. Ja. Und dann waren da CDs und dann hat die gesagt, die wird die CDs anziehen, irgendwas.
Und dann habe ich gesagt, hier, Bianca hieß die. Und hat gesagt, nee, das war nicht anders, ist mir eklig, von dir was anzufassen. Mhm. Also, grob gesagt, auch keine gute Erfahrung und keine gute Zeit gehabt. Nee. Deswegen, und wenn jetzt die Frau vom, die Betreuerin, von der du gerade gesprochen hast, die hat das auch vorgeschlagen mit dem Heim. Ja. Ne, die kennt die Situation ja gut um dich herum. Ich finde das klasse. Mhm. Und ich würde dich ermutigen, so aufgrund der wenigen Informationen, die ich jetzt habe, dass du da offen rangehst und da auch erstmal alles auf dich zukommen lässt. Vielleicht ist es eine Chance wirklich für dich auch nochmal jetzt einen Neustart zu finden, damit du ein besseres und für dich auch schöneres und zufriedeneres Leben findest. Ja, das hoffe ich. Wird ja auch bald Zeit dann, ne? Ja, dass es dann jetzt besser wird. Ich bin ja immer noch, es ist ja ganz schrecklich, ich werde mit Tabletten vollgepumpt. Ja. Das ist ja sonst, wenn ich dann mal, ich habe schon gemerkt heute und gestern, ja, manchmal die Tabletten vergessen, morgens oder mittags, mhm, weil ich morgens dann auch ganz müde bin, weil ich dann nachts geschlafen habe. Mhm. Und dann habe ich heute schon so wieder so einen kleinen Anfall gekriegt, so fängt es an, wenn ich das vergesse, so keine Luft mehr kriegen. Und ja, aber siehst du, dann bist du da auch in guter Betreuung, die achten drauf, wann du deine Sachen nehmen musst, und achten auf die Zeiten und so weiter. Ja. Ich drücke dir ganz doll die Daumen für morgen, Risken. Ja. Und dass es dann endlich bergauf geht in deinem Leben. Und du auch einen Freund und eine Freundin findest. Risken ist ja nur mein Nachname. Bitte? Risken ist mein Nachname. Ach so, ich dachte, dein Vorname. Nee, Vorname ist Marc. Ach, Marc, siehst du, jetzt wundere ich mich hier schon. Alter, ja, Leute. Ich habe das jetzt auch nicht richtig gemerkt. Ja, ja. Also, Marc, ich drücke dir die Daumen für morgen. Ja. Dass es dir gefällt und dass es dann wirklich auch, einfach eine neue Etappe beginnt in deinem Leben. Ja. Ich finde deine Sendung richtig toll, wollte ich nur mal sagen. Sehr lieb von dir, Marc. Ja. Und kann ich ein Autogramm haben? Ja, legst du auf und wir rufen nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Hier ist Stefan. Stefan ist 25 Jahre alt. Hallo, Stefan. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Stefan. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe seit einem Jahr eine Psychose und ich habe leider an Zwangsgedanken. Mhm. Was sind das für Zwangsgedanken, die du hast? Also ich, zum Beispiel, es fängt an, dass ich zum Beispiel, wenn ich Afrikaner sehe, dass ich dann Negersau denke und das wiederholt sich ganz oft. Aber ich hoffe, du sagst das nicht. Nee, ich denk das nur immer, aber ich mag die Menschen auch. Also ich habe zum Beispiel einen bei der Arbeit gehabt, auf dem Bauernhof. Mhm. Der hat mich auch zum Gottesdienst schon eingeladen und ich denk das sehr oft und fühle mich dabei auch sehr schlecht. Wie sonderbar. Immer wenn du einen solchen Menschen siehst, denkst du dieses abscheuliche Wort. Genau. Und was dann? Was weiter? Du denkst nur dieses Wort und dann ist wieder gut? Oder steigerst du dich dann irgendwie in eine Wut rein? Nee, gar nicht. Ich habe auch gar nichts gegen diese Menschen. Also. Mhm. Ist es bei anderen auch so? Oder bei anderen Eindrücken oder bei anderen Menschen gibt es da ähnliche Verhaltensweisen in deinem Gehirn? Schon mal, wenn mir Leute unsympathisch wirken, vom Aussehen, aber ich habe eigentlich, ich bin eigentlich ein sehr gläubiger Mensch und ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum sich das bei mir in meinem Gehirn so abspielt. Mhm. Und das ist ja sonderbar, dass es erst seit einem Jahr so ist, wie du sagst. Genau, und vorher hatte ich das auch nicht. Ich bin auch in psychologischer Behandlung. Bist du? Ja. Und was sagt der Herr Psychologe? Der sagt das Gleiche, also der sagt, solange ich das nicht zu dem Afrikaner sage, das Negersau, dann wäre das nicht schlimm. Ja, auf die Dauer finde ich es aber auch nicht so gut, das zu denken. Ja, ich will das auch loswerden. Habt ihr denn, du zusammen mit dem Psychologen, irgendeine Idee? Ich meine, das muss ja irgendeinen Grund haben, weswegen man das so zwanghaft dann denkt. Das kommt ja nicht einfach so aus der Luft. Ja, ich glaube, ich habe das aus dem Fernsehen. Also ich habe das irgendwann mal aufgenommen und seitdem. Mhm. Weißt du, nun kann man ja sagen, was erzählt er da? Ist das einfach irgendwie so ein Spleen? Oder ist das etwas, was ihn richtig belastet und wogegen er nicht vorgehen kann? Ist das so? Ja, es belastet mich. Ich mache mir da oft Gedanken drüber, dass ich erwische mich immer wieder, dass ich wieder gedacht habe und fühle mich dann schlecht. Mhm. Bist du denn deshalb zu einem Psychologen gegangen? Oder hast du auch noch andere Probleme? Ich war vorher schon bei einem Psychologen. Ja, weswegen? Wegen welcher Probleme oder? Minderwertigkeitsgefühle. Mhm.
Und ich hatte auch zuerst gedacht, dass ich ADS habe. Ja. Und dann stellte sich heraus, dass ich halt psychisch unstabil geworden bin. Du erklärst uns nochmal ADS, was das ist. Das ist ein Aufmerksam-Defizit-Syndrom. Mhm. So, also, ich meine, da ist ja schon mal der erste und wichtige Schritt getan. Du bist da in guten professionellen Händen. Ja. Und hoffentlich kriegt der Psychologe das insofern auch in den Griff. Ich habe auch noch das Problem, dass ich bei der Arbeit, wenn ich oft ein Messer in der Hand halte, ich muss bei der Arbeit zum Beispiel oft industrielle Arbeiten machen und dann denke ich oft, dass ich Leute mit einem Messer umbringe, also verletze. Also wenn du das in der Hand hast, dass du denkst, es entgleitet mir mein Wille und ich steche irgendwie zu. Ja. So wie man, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass man, ich hab's schon mal, wenn ich irgendwie auf einem Dach irgendwie irgendwas mache und dass ich so ein Gefühl habe, gleich mache ich einen Schritt weiter und springe runter. Das ist auch sowas, irgendwie eine Angst oder sowas Zwanghaftes. Ja, oder ich denke zum Beispiel, ein ganz krasser Gedanke war schon, dass ich eine Frau mit dem Messer an der Scheide verletzen würde. Es kommen ganz komische Fantasien auf. Mehr als das, was du jetzt schon tust, Stefan, kann ich dir ja gar nicht raten. Du bist bei einem Fachmann. Ja. Und da gehörst du, finde ich, mit so einer Problematik auch hin. Dass dir da geholfen wird, dass ergründet wird, woher es kommt und dass es nicht irgendwie eine Ausartung findet. Das ist nicht doch, ne? Das wäre das Allerschlimmste. Ja, und ich habe auch, da ich ein sehr gläubiger Mensch bin, habe ich auch bis vor kurzem an die Hölle geglaubt, dass ich also zum Beispiel, dass das eine Sünde ist, dass ich Negersau denke oder anderen Gewalt antue in Gedanken. Und dass ich ein schlechter Mensch bin, deswegen. Ja. Wahrscheinlich ist es wirklich eine seelische Erkrankung oder eine seelische Problematik, die dem zugrunde liegt. Insofern würde ich das gar nicht als Sünde auffassen, sondern du tust ja was dagegen und arbeitest auch daran. So, du bist bei einem Psychologen. Ich würde aber trotzdem gerne, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Okay? Ich wollte noch sagen, dass ich deine Sendung super finde. Also danke. Ich bin großer Fan von deiner Sendung und ich gucke die auch immer, wenn ich Zeit habe. Sehr nett von dir, Stefan. Vielen Dank. Und mach weiter so. Jo, jetzt legst du auf und Claudia ruft dich an. Ja. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 22 050 50, das ist die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Ab nächste Woche Samstag, ab 23. Oktober, gibt es Domian auch immer samstags im WDR-Fernsehen und zwar um 23.30 Uhr, um 11:30, also viel früher als hier diese gewohnte Sendung. Und immer samstags wird ein prominenter Gast bei mir sein. Und ihr könnt dann diesen prominenten Gast fragen, ihr könnt anrufen, fragen, was ihr diesen Gast schon immer mal fragen wolltet. Und nächste Woche, Samstag, wird der erste Gast bei mir Arabella Kiesbauer sein. Freue ich mich drauf. Nächsten Samstag, 23.30 Uhr, wieder Fernsehen, Arabella Kiesbauer bei mir. Daniel, 30 Jahre alt. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Jo, um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe ein Problem. Ich bin 30 Jahre alt, ich habe eine Freundin, die ist 25. Und das Problem ist, wir haben noch nie bisher miteinander geschlafen, sind 4,5 Jahre jetzt zusammen. Wie bitte, 4,5 Jahre zusammen? 4,5 Jahre, ja. Noch nie Sex miteinander gehabt? Ja, Petting und so schon, aber irgendwie noch nie miteinander geschlafen, noch gar nicht so. Also keine Penetration? Nee, gar nicht. Also, aber ihr habt schon sexuellen Spaß miteinander gehabt? Ja, sicher. Ihr hattet gegenseitig auch schon einen Orgasmus? Ja, das stimmt, ja. Und, wie gesagt, wir sind 4,5 Jahre zusammen jetzt, wir haben noch nie miteinander geschlafen. Zwischendurch bin ich auch fremdgegangen. Wie gesagt, aber das weiß sie nicht. Wie oft? 5, 6 Mal vielleicht. Ja. Warum ist es nie zum wirklichen miteinander schlafen gekommen? Ich weiß nicht, die hat immer wenn ich es angesprochen habe oder wenn ich gesagt habe oder wir es versucht haben, hat die immer zurückgezogen. Ne, und dann war die ganz einfach verschlossen. So, ne? Aber da kann man ja hinterher mal drüber sprechen und fragen, was ist los? Das habe ich ja probiert. Ich habe ja gefragt, ich habe versucht drüber zu sprechen, aber dann
kam irgendwie, ja, das geht nicht. Und dann wollte ich auch gar nicht weiter darüber diskutieren oder gar nicht. So. Ja, aber wenn sie sagt, es geht nicht, dann ist ja die nächstliegende Frage, warum geht es nicht? Ja, das, ich meine, wir waren auch zusammen beim Frauenarzt. Ja. Ich habe gesagt, also es kam alles von mir. Ich habe gesagt, ich sehe, lass mal zum Frauenarzt gehen vielleicht. Lass mal gucken, ob da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist oder so. Aber der hat sie auch untersucht und alles ganz in Ordnung. Da dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Und sie hat noch gesagt, die wäre halt noch Jungfrau. Haben die ja miteinander geschlafen und so. Ne? Und, wenn ihr Sexualität miteinander habt, hast du den Eindruck, dass ihr das auch Spaß macht oder ist sie mehr so eine Dienstleisterin für dich? Das kommt mir vor wie so eine Dienstleistung. Das heißt, ich hab sie auch schon gefragt, ob sie irgendwie lesbisch ist oder sonst was. Mhm. Also ich meine, ich mache mir natürlich viele Gedanken darüber. Mhm. Ja, zu Recht, wenn man 4,5 Jahre zusammen ist und das immer noch nicht passiert ist. Also das heißt also, die Sexualität, die zwischen euch beiden passiert, ist auch nicht so dolle. Das ist halt Standard. Das auch nur am Wochenende, wenn am Wochenende schläft die halt bei mir und dann ist das halt nur am Wochenende und jeder weiß. Hast du den Eindruck, dass sie das, was sie dann tut, dass sie das nur dir zuliebe tut? Ja, ich meine, genießen tut sie gerne, ne? Nur es mir machen oder so, das weiß ich, da denke ich, das sieht aus wie Arbeit halt. Dann kann ich auch zu einer Prostituierten gehen, das wäre für mich genau dasselbe irgendwie. Ja, also liege ich nicht so falsch, ne? Dass sie, wenn sie es macht, das einfach nur dir zuliebe tut. Ja, dass sie gar nicht selbst dabei so einen Spaß und so eine Erfüllung, Leidenschaft, Geilheit, weiß ich was, empfindet. Ja, das stimmt. Ich kann es mir einfach nicht erklären, ich weiß es nicht. Jetzt 4,5 Jahre und langsam, ich meine, ich bin 30 Jahre alt selber und ich weiß, wie schön Sex ist, miteinander schlafen und so. Ne? Also überhaupt, dass du das so lange aufgehalten hast, finde ich schon beachtlich. Ja, das erste halbe Jahr habe ich gedacht, weil sie hat mir erzählt, sie wäre Jungfrau. Erste halbe Jahr habe ich gedacht, ja komm, ist ja okay und hin und her und erstmal kennenlernen und so. Ich bin ja auch nicht irgendwie so ein Arsch oder so, der irgendwie... Er sagt, ja komm, egal, ich wollte okay, was testen. Aber ein erstes halbe Jahr kann ich auch noch verstehen. Vielleicht auch noch ein Jahr, obwohl ein Jahr auch schon lange ist. Aber 4,5 Jahre geht das nicht. Da muss was geschehen. Sie hat mich ja immer wieder vertröstet von wegen, und... Okay, aber die Zeit ist nun vorbei mit dem Vertrösten, finde ich. Ja, das stimmt. Da muss jetzt was geschehen. Ja. Ich finde, dass du da klarer und massiver an sie rangehen musst. Indem du ihr das klar machst, dass das so nicht geht, dass das für dich komplett unbefriedigend ist. Und dass du als Freund, mit dem, ihr seid immerhin 4,5 Jahre zusammen, dass du ein Recht darauf hast, zu erfahren, was da mit ihr los ist. Ja, das habe ich ja schon probiert, aber sie sagt mir, also ich habe es versucht, wirklich super zärtlich, mit super langem Vorspiel und so, aber... Ja, nee, darum geht's auch gar nicht mehr. Da ist wohl was, irgendwas ganz anderes, Großes, kompliziertes im Hintergrund. Aber sie redet auch nicht mit mir darum. So, dann musst du... Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Da sind immer so komische Aussätze in der Leitung. Dann musst du ihr klar machen, dass das wirklich zu einem ernsthaften Problem eurer Beziehung wird. Und wenn sie nicht bereit ist, da irgendetwas zu machen und auch dir entgegenzukommen, dass es eventuell dazu führen könnte, dass diese Beziehung kaputt geht. Was könnte das sein, wie sie dir entgegenkommt? Sie will nicht sprechen. Dann biete Ich habe ja auch schon gesagt, dass die Beziehung, ich meine, wenn wir uns streiten, dann nur über das Thema, nur über Sex. So, dann biete ihr, dann sage ihr Folgendes, wenn sie, offensichtlich ist ja da irgendwas sehr, sehr Schwerwiegendes im Hintergrund. Ja. Wenn sie da von sich aus und alleine so nicht sprechen kann, dann biete ihr an, dass ihr zusammen zu einer Paarberatung geht. Das wollten wir auch schon machen. Ja, dann macht das. Aber doch. Wie gesagt, immer wenn ich bin der Einzige, der mich darum kümmert, und von ihr, ich meine, da muss ja auch irgendwie Mitwirken kommen oder von ihr kommt gar nichts. Ja, gut, aber dann musst du, es ist ja eine Frage auch deiner Haltung. Irgendwann musst du es ihr aber auch so ernst klar machen, dass du, pass mal auf, Mädchen, wenn jetzt überhaupt nichts von dir kommt und wenn du auch nicht mit mir zu einer Paarberatung gehst und dich überhaupt nicht darum kümmerst, um unsere Beziehung, dann ist es aus. Ja, ich meine, ich liebe die ja. Ja, aber du kannst dich doch nicht zum Hanseln machen, das kann doch nicht ewig so gehen. Ja. Außerdem muss dir ja, auch wenn du sie liebst, muss dir ja auch daran gelegen sein, dass sie dieses Problem, und sie scheint ja ein schwerwiegendes Problem mit sich herumzutragen, dass sie das löst. Und das kann sie offensichtlich nicht alleine, sie kann es auch nicht im Gespräch mit dir, weil sie ihren Mund nicht aufmacht, also muss da jemand zu, der Ahnung von solchen Sachen hat. Ja, ich hab ja schon gedacht, ob es irgendwie was Psychisches ist oder so bei ihr. Ich hab ja, als ich zu ihr meinte, geht zum Psychiater oder sowas, dann hat sie mich nur angeguckt und meinte, ich bin noch nicht verrückt oder so. Ne?
ich finde, der erste Schritt ist erstmal, dass ihr beide zusammen zu einer Eheberatung, Paarberatung gehen sollt. Ja, wir sind nicht heiratet, ja. Ja, ist ja egal. Ja, ja. So, und dann kann sich von da aus kann schon irgendwas in die Wege geleitet werden. Vielleicht, dass sie alleine sich weiter beraten lässt oder dass ihr es zusammen macht. Aber es muss jetzt was geschehen, das musst du ihr klar machen. Du musst ihr klar machen, dass sie was auch in die Waagschale werfen muss, um eure Beziehung zu retten. Aber sie hat mich immer irgendwie, vertröstet und weiß ich, das ging jetzt schon immer so. Ja, ne? Weil du es auch mitmachst. Weil du auch nicht hart genug gewesen bist bisher. Ja. Du bist dann heimlich fremdgegangen. Das war das war dein Ventil, aber das ist ja auch keine Lösung auf Dauer. Ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an und wir werden dir die ein oder andere Adresse geben in deiner Umgebung, wohin ihr gehen könnt. Ja, alles klar. Okay? Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich nochmal. Tschüss. Ja? Ciao. Katharina, 22, hallo. Hallo. Hallo Katharina. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe panische Angst vor Leute, also vor Menschen überhaupt, auch wenn ich kaufen gehe. Ja. Und wenn ich auf die Straße gehe und mich reden Leute an. Ja. Panische Angst, Herzklopfen, Schweißausbrüche, ich kriege einen roten Kopf. Kannst du es näher erklären, vor was du denn Angst hast? Dass ich was Falsches sage. Dass die Leute mich nicht verstehen. Ich verdrehe auch manchmal Wörter oder manchmal ganze Sätze. Aber hör mal, da muss ich gleich mal sofort dir ein dickes Kompliment machen, dass du den Mut hast, hier anzurufen, in aller Öffentlichkeit. Das ist ja schon eine tolle Sache, wenn man Angst vor Menschen hat und dann plötzlich im Radio und Fernsehen frei spricht und bisher hast du ganz toll gesprochen, ist das schon eine tolle Leistung. Nur mal zwischendurch mal bemerkt. Ja, das sieht mich ja keiner. Ja, trotzdem, man hört dich, aber ich find's toll, wirklich. Also schon eine gute Sache. Wie lange plagt dich denn dieses Angstgefühl? Ja, schon 10 Jahre. 10 Jahre schon? Ja. So lange? Ja. Das heißt, also deine ganze Schulzeit über war immer mit Angst besetzt? Ja. Wie lebst du heute im Moment? Hast du einen Beruf? Hast du einen Freund? Ich bin jetzt im Erziehungsurlaub. Ich habe 2 Kinder. Aha. Ja, lebe von meinem Mann getrennt. Aber die Kinder erziehst du alleine? Nee, teils. Also wir haben uns die Arbeit geteilt. Was heißt Erziehungsurlaub? Erziehungsurlaub, da ich bin noch zu Hause, weil mein Kleiner noch keine 2 Jahre ist. Ach so, also verstehe. Ich reise in den Kindergarten. Ich verstehe, Und was hast du beruflich vorher gemacht? Ich arbeite in der psychosomatischen Fachklinik. Ach, ja, aber da müsst ihr doch an der Quelle für solche Sachen. Ja, passt gut, ne? In einer psychosomatischen Fachklinik. Ja. Da musst du doch nur irgendeinen netten Arzt oder Ärztin ansprechen und sagen, hier so und so, helft mir mal. Ja, das ist ja mein Problem, das traue ich mich ja nicht. Also die denken, mit dir ist so alles in Ordnung? Ja. Und du arbeitest in einem Bereich, wo man genau so solche Dinge behandelt und sich damit beschäftigt? Ja. Ja, ich betreue auch Leute und koche auch in meinem Betrieb. Ja. Welche Folge hat denn diese Menschenangst? Also im ersten Moment hört sich das ja an, dass du ein relativ normales Leben führst. Du hast einen Beruf, hast ein Kind, hattest einen Partner. Welche Folgen hat das, dass du dich mehr so zurückziehst, auch von Menschen, und dich isolierst? Ja, also ich gehe ungern kaufen. Wenn ich kaufen gehe, kriege ich an der Kasse einen roten Kopf, weil wenn mich die Kassenfrau anspricht und dann kriege ich total roten Kopf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie ist denn das bei der Arbeit, wenn dich ein Kollege oder ein Vorgesetzter anspricht? Ja, ich bin ja schon 4 Jahre zu Hause. Und wie war das? Ja, gut, aber du hast das ja damals auch schon gehabt. Ja, klar, das habe ich immer verdrängt. Da bin ich immer Leute aus dem Weg gegangen. Kann man ja eigentlich bei der Arbeit gar nicht so. Ja, ich habe immer gesagt, ich muss auf Toilette oder ich habe jetzt keine Zeit. Also hast dich da immer so durchgewunden irgendwie, durchgewurstelt. Ja. Und da ist jetzt dieser Erziehungsurlaub natürlich sehr praktisch, weil du dich ganz zurückziehen kannst. Ja. Hast du irgendeine Freundin oder einen nahen Menschen? Nicht so richtig. Bist also viel zu Hause? Ja. Und eben Angst auch sogar vom Einkaufen? Ja. Wenn du dann alleine bist zu Hause, fühlst du dich dann wohl oder ist es auch irgendwie ein Gefühl des Unglücklichseins? Ja, es ist schon so, dass ich nicht ganz zufrieden mit mir bin. Also, mir kommt immer so eine Last hoch abends, wenn ich vorm Fernseher sitze. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Das ist immer ganz komisch. Du hast ja mal einen Partner gehabt. Immerhin sind 2 Kinder dabei rausgekommen. Ja, klar. Ja. Wie war denn das mit in der Beziehung? War das nicht dann auch für dich sehr, sehr bedrückend? Oder warst du da lockerer und hast dich da gehen lassen können? Ich
wollte immer Gespräch suchen, aber das hat nie so hingehauen, weil mein Mann ist viel weggegangen. Mhm. Geht heute noch viel weg. Ja. Und kann ich sowas nicht reden mit ihm. Ja. Hast du denn, ich vermute mal, dass du selbst auch sehr viel darüber nachgedacht hast. Hast du irgendwo eine Ahnung, woher das kommt? Das hat ja seine Ursache. Das kommt ja nicht einfach von nichts. Das weiß ich leider nicht. Mhm. Warst auch noch nie bei irgendjemandem und hast um Hilfe gebeten? Ich bin häufiger von Mitschülern geschlagen worden früher. Ich weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass ich Angst habe vor der Reaktion, dass einer auf mich böse ist oder so. Ja. Das weiß ich eben. Ja. Wenn ich was Falsches sage, dass ich schief angeguckt werde oder. Ja. Aber hast noch nie dir irgendwo versucht, mir Hilfe zu holen? Mhm. Noch kein Mal. Mhm. Das wird jetzt höchste Eisenbahn, Katharina. Finde ich. Allerhöchste Eisenbahn. Wenn du dich jetzt hier schon meldest mit diesem Problem, erahne ich schon, wie sehr dich das belastet. Und wahrscheinlich ist die Vorstellung für dich, irgendwann wieder in deinen Job zurückzugehen, mit großer Angst verbunden, ne? Mhm. Weil du da ja nun ständig jeden Tag dann wieder mit Leuten konfrontiert bist. Und jetzt bist du ja schon Menschen entwöhnt durch dein Zuhause sein. Mhm. Diese Klinik, in der du arbeitest, weißt du, was man sich da so hauptsächlich beschäftigt, mit welchen Art von seelischen, psychischen Erkrankungen? Ja, Alkoholiker und Spielsüchtige, wo auf Kur sind halt viele Leute. Ja. Na gut, das musste ja auch nicht da sein. Ich würde dir aber ganz dringend empfehlen, dass du dir irgendwie einen Weg suchst, dass du mit einem Psychiater oder mit einem Psychologen zusammenkommst, der dich einfach erstmal berät und ihr gemeinsam vielleicht etwas plant. Mhm. Damit du bist, was habe ich gesagt, 22, ne? Ja. Wenn du das 10 Jahre schon hast, ist das, glaube ich, eine extrem lange Zeit. Wenn man von 12 bis 22 empfindet man das als sehr lange Zeit. Eigentlich das ganze Leben hast du es gehabt, ne? Ja. So, und das muss jetzt irgendwie geregelt werden. Mhm. Und das wirst du allein nicht schaffen. Das ist so eingebrannt in dir, diese Angst, dieses Verhalten. Da muss dir jemand helfen von außen. Mhm. Wärst du dazu bereit? Ja klar, weil Angst ist immer da, dass mich keiner versteht, oder? Mhm. Und ich glaube auch, Katharina, wenn du nichts tust, wird das immer größer. Aha. Und das Problem wird immer schlimmer. Und je länger du wartest, desto schwerer wird es für dich, irgendwann den Weg zu gehen zu einem Arzt oder zu einem Psychologen. Mhm. Vorher habe ich mir mal mit Beruhigungstropfen geholfen. Ja, aber das ist kein Weg. Das ist keine Lösung. Da kommst du nicht an die Ursachen ran. Da betäubst du nur so die äußeren Symptome. Das ist nicht der richtige Weg. Ich würde gerne, dass meine Psychologin dich jetzt noch ein bisschen berät, was du tun könntest. Ja. Und möchte dich wirklich sehr ermutigen. Du hast den Schritt schon geschafft und hast hier angerufen, dass du den nächsten Schritt auch machst und dich dann irgendwo hinwendest, wo man dir helfen kann. Ja. Ja? Alles Gute von Herzen und wir rufen dich gleich wieder an, das heißt meine Psychologin, die Claudia. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Jeanette. Ja. Hallo ja, Jeanette. Hallo. 22, ne, bist du? Genau. Mhm. Deswegen hast du angerufen, Jeanette. Ja, das Problem ist, ich bin Prostituierte, beziehungsweise möchte damit aufhören und habe vorhin, als ich angerufen habe, eben mit einem Kollegen telefoniert und habe ihm eben erzählt, dass ich auch ein ganz großes Problem damit habe, dass ich eine Beziehung führe seit November vorigen Jahres und dass ich eben jetzt immer mehr das Gefühl habe, dass ich ihn betrüge. Wie lange arbeitest du denn schon als Prostituierte? Seitdem ich 18 bin. Seitdem du 18 bist? Ja. Mhm. Und er kam dann heim und ich dachte, okay, jetzt sagst du es ihm oder du sagst es ihm nie. Heute? Gerade. Vorhin. Mhm. Ja, vorhin gerade. Mhm. Und dann kam es eben zu einer riesen Auseinandersetzung. Hast du es ihm gesagt? Ja, ich habe es ihm gesagt. Und wir haben uns eben massiv gestritten und... Also ihr seid, ich halte es mal fest, ihr seid fast ein Jahr zusammen, ne? Ja, ja. Und du hast immer gesagt, was hast du ihm gesagt, was du beruflich machst? Ja, ich bin gelernte Altenpflegerin und bin auch in dem Beruf tätig. Achso, du machst beides? Ich mache beides, genau. Und ich habe das eben, man kann jetzt nicht sagen, dass ich dreimal die Woche anschaffen gegangen bin. Das ist nicht richtig. Ich habe das je nachdem gemacht. Aber immerhin, durchschnittlich vielleicht zweimal die Woche, das ganze Jahr. Circa, oder dann auch mal mehr, wenn er auf Montage war. Ja, dass ich dann und das hast du eben jetzt gerade so gesagt. Gott, ja, wie hat denn der reagiert darauf?
Erst hat er mich angeguckt und hat das eigentlich überhaupt nicht reagiert und dann hat er mich angeschrien. Ja. So richtig habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Das ging alles so schnell und er ist ins Schlafzimmer gegangen. Mhm. Und dann saß ich erstmal da und musste auch erstmal schlucken und das erstmal mir überlegen, was ich überhaupt sage. Und dann kam er aus dem Schlafzimmer und hat sich eben 2-3 Bier geholt gehabt und dachte ich, okay, er trinkt jetzt. Mhm. Es belastet ihn schon sehr. Mhm. Damit muss ich aber dazu sagen, er trinkt nicht, wenn er Probleme hat. Mhm. Ist wirklich. Wo ist er denn jetzt im Moment? Im Wohnzimmer, ich sitze im Flur. Ach so. Und hat er sich jetzt zugesoffen aus Kummer oder aus Verzweiflung? Ich weiß es nicht. Wir haben uns vorhin dann nochmal kurz miteinander gesprochen und Er hat eben gesagt, ja, dass ich kein Vertrauen zu ihm habe, dass ich ihn eben betrüge, belüge von vorn bis hinten, dass er jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, ob überhaupt noch Beziehung möglich ist oder nicht. Und ihr wohnt auch zusammen, ne? Ja. 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 Und es ist eben, ich weiß nicht. Ich meine, er hat ja auch recht, ne? Ja. Das ist ja auch ein Hammer, wenn mir das jemand sagen würde in seiner Situation, da würde man ja auch erstmal, da würde er erstmal den Ohrenschlag haben, man würde es ja vielleicht gar nicht glauben im ersten Moment. Wenn man ein Jahr mit jemandem zusammen ist und man wohnt sogar dann zusammen und erfährt dann so eine, warum bist du denn einschlafen gegangen? Auch noch, als du mit deinem Freund zusammen warst. Es war einfach, es klingt jetzt ganz doll oberflächlich, aber es war einfach das Geld. Obwohl du ja einen guten Beruf hast. Ja, ja. Es war einfach das Geld und vielleicht. Ja, hast du es denn so sehr dringend nötig gehabt? Hast du Schulden? Nein, oder? Nein. Nur Luxus. Weder, ja. Krass, das ist wirklich krass, finde ich krass. Ja, ich meine, okay, es war auch irgendwo ein gewisser Reiz dabei. Irgendwo schon. Aber kam nie so die Abwägung, dass du dachtest, liebst du deinen Freund? Ja, sonst hätte ich es ihm nicht gesagt. Ja, kam da nie so die Abwägung, dass du gedacht hast, Moment, was ist jetzt wichtiger? Nochmal ein paar neue Schuhe oder ein tolles Auto oder was weiß ich? Oder eine ehrliche Beziehung zu meinem Freund, den ich liebe? Ja, genau das ist ja das Problem. Es ist jetzt immer schlimmer geworden. Mhm. Also das schlechte Gewissen wurde immer größer. Ja, am Anfang dachte ich, okay, das ist sowieso wieder so eine Beziehung, die maximal 2 Monate hält. Mhm. Und es ist eben immer länger geworden und immer länger und eben auch immer intensiver und ich weiß nicht, es ist ganz schlimm, ganz schlimm, was ich gemacht habe. Mhm. Also jetzt ist höchstes Risiko im Moment angesagt. Das kann sein, dass er Schluss macht. Ja. Könnte sein. Ja. Könnte aber auch sein, dass er sagt, dass er erstmal vielleicht ein bisschen Abstand braucht, um das zu verkraften. Und vielleicht rechnet er es dir aber auch an, dass du es nun endlich gesagt hast. Hast du denn auch etwas angeboten? Hast du gesagt, ich sage dir das jetzt und ich werde auch damit aufhören sofort? Ich habe so wirklich hingesetzt und geredet haben wir nicht miteinander. Bist du denn für dich innerlich entschlossen, es aufzuhören? Ja, jetzt nachdem ich es ihm gesagt habe, ja. Mir hat eigentlich immer bloß der Anstoß gefehlt, es ihm zu sagen. Und dann habe ich mir geschworen, wenn du es ihm gesagt hast, dann ist Schluss. Mhm. Aber das hast du nicht aussprechen können gerade. Nein, das ging alles so schnell vorhin. Er kam und ich dachte, jetzt? Und habe es ihm gesagt und dass er so reagiert, war mir klar. Aber ich hatte dann auch nicht den Mut, ins Schlafzimmer zu gehen und zu sagen, pass auf, wir reden. Dann hatte ich auch nicht den Mut, ins Wohnzimmer zu gehen und zu sagen, pass auf, wir reden. Mhm. Und jetzt hat er auch leicht was getrunken. Und aber im Moment, du sitzt im Flur, im Moment sagst du, und er sitzt im Wohnzimmer. Ja. Kann das zufällig sein, dass er die Sendung sieht und hört? Das denke ich schon, weil er wusste vorher nicht, dass ich hier anrufe. Wusste er nicht? Das wusste er nicht, dass ich hier anrufe. Also. Und er kam dann und er hat dann eben mitgekriegt, dass ich mit jemandem erzählt habe am Telefon und er hat es dann mitbekommen, ja. Mhm. Also es kann möglich sein, dass er es schaut, es kann aber auch möglich sein, dass er einen Fernseher ausgemacht hat und Musik hört, ich weiß es jetzt nicht. Also ich finde ganz wichtig, dass du gleich nach unserem Gespräch in das Wohnzimmer gehst. Auch wenn er besoffen etwas. Er ist nicht unbedingt besoffen. Umso besser. Aber vielleicht kannst du da ja irgendwie mal kurz mit ihm reden. Jetzt am Telefon? Ja. Ja, wenn das geht, wenn er dazu bereit ist. Ich gehe mal rein und frage ihn. Mhm. Oh, das ist aber jetzt spannend.
Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn er das nicht möchte. Markus, möchtest du mal reden? Nee. Will er reden? Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber... Er will nicht reden. Nein, ich glaube nicht. Okay, dann lassen wir das sein. Dann würde ich sagen gleich, Jeanette, dass du zu ihm gehst. Du sagst, er ist nicht so sehr betrunken. Ich glaube, es sieht doch anders aus. Wie? Ich glaube, er ist doch betrunken. Ja. Wie ist das denn morgen früh? Geht er früh aus dem Haus? Gehst du früh aus dem Haus? Er kam heute von Montage eben wieder und ich habe morgen Spätschicht und ich glaube, wir haben morgen den Tag über Zeit, miteinander zu reden. Mhm. Ich meine, du könntest ja vielleicht eins machen, dass du vielleicht dich noch hinsetzt, jetzt, wenn du nicht mit ihm sprechen willst, dass du ihm ein paar Sachen noch aufschreibst und mal hinlegst. Vielleicht steht er ja früher auf als du, damit er schon mal so eine kleine Nachricht hat von dir. Nein, ich glaube, ich werde dann noch das Gespräch suchen und wenn ich dann morgen früh so reden, ist mir doch wichtiger, irgendwas aufzuschreiben. Also, wir können natürlich alle verstehen, dass er sauer ist. Und er ist auch zu Recht sauer, da wollen wir gar nicht schön reden. Nein, das ist ne? Völlig klar, ja. Ist die Frage, wie groß seine Liebe ist und wie sehr er an dir hängt und wie glaubwürdig du auch bist. Deswegen musst du wirklich jetzt ganz klar sagen, ich habe dir das jetzt gesagt und jetzt fange ich auch ein neues Leben an. Okay. Und ab morgen oder ab jetzt sofort werde ich das nie wieder machen, sondern das Wichtigste in meinem Leben ist nicht die Kohle und meine Verwöhntheit, sondern du bist mir das Wichtigste. So musst du es ihm verkaufen und sagen. Das ist mir klar. Hast du dich denn, noch eine Frage, hast du dich denn die ganze Zeit auch zumindest geschützt? Ja. Dass ja. Du, ja. Das schon. Ja. Es gab auch, ich hab auch regelmäßig einen AIDS-Test gemacht und, also ist nichts. Aber ich glaube, das ist jetzt auch erst mal zwei Tage. Ja. So, jetzt drücke ich euch die Daumen, dass ihr euch doch wieder fangt und dass es vielleicht doch schafft, dass ihr zusammen bleibt. Vielleicht redet ihr dennoch heute Nacht oder auf jeden Fall dann morgen und dann hoffen wir, dass es ein gutes Ende nimmt, eine gute Fügung nimmt das Ganze. Mhm. Alles Liebe und alles Gute, Janet. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mirko, 27. Hallo, Mirko. Hallo. Jo, Mirko. Hallo, Jürgen. Hallo, Mirko. Ich kann gerade nach den Beiträgen, die ich jetzt gerade alle gesehen habe, kann ich nur sagen, gut, dass es eine Sendung gibt. Also, ich bin gerade auch ein bisschen gefühlsmäßig weg und ich kann auch nur sagen, ich drücke dem Mädchen, das gerade angerufen hat, nur die Daumen, dass sie das Gespräch findet und dass das alles mit ihr wieder gut wird. Bei mir gibt es ein bisschen was Ähnliches. Ich habe vor etlichen Jahren auch finanzielle Probleme gehabt, habe da auch was Illegales gemacht. Nämlich? Und zwar habe ich Ausländer nach Deutschland eingeschleust. Ja. Hab dafür auch Geld bekommen und muss jetzt aber die Strafe dafür auch tragen. Also ich sitze im Gefängnis. Ach, du rufst im Moment aus dem Gefängnis an? Ja. Ja. Was mich am meisten belastet ist, dass ich... zu was bist du verurteilt worden? Zu 3 Jahren Haft. Drei Jahre Haft, ja. So, ich habe jetzt 1 Jahr weg, bin aber im offenen Vollzug. Ja. Das heißt, hier sind Handys erlaubt. Ja. Und ich bin verheiratet seit 2 Jahren. Meine Frau ist also zu Hause. Und ja, wir leiden eigentlich sehr unter der Trennung. Jetzt muss ich mal rechnen. Du bist verheiratet, aber noch bevor du in den Knast kamst? Ja. Ja, kurz vorher? Ein Jahr vorher. Ja. Ja. Und die Frau ist zu Hause und du leidest und ihr leidet unter der Trennung. Offener Vollzug, was heißt das? Wie oft kannst du raus? Oh, inzwischen ist das richtig toll für uns, muss ich sagen. Also ich kann fast jedes Wochenende nach Hause. Ja, das ist doch schon mal toll. Ja, das was... Wie lange wirst du jetzt noch sitzen müssen? Ich rechne mal mit dem Positivsten. Das wäre bis Ende März noch. Das nennt sich dann Halbstrafentermin. Ja. Errechnet sich natürlich aus der Gesamtstrafe. 3 Jahre, ich habe die Strafe angetreten letztes Jahr am 1. Oktober. Ja. Dass ich gerade eben jetzt 1 Jahr weg habe. Was ist jetzt genau das Problem, weswegen du angerufen hast? Das Problem ist eigentlich, dass meine Frau als Kind missbraucht wurde vom Stiefvater. Der hatte auch Albträume und wird da nachts mitunter auch munter, ist schweißgebadet. Ich kenne dieses Phänomen ja schon von früher, also wir sind ja schon etliche Jahre auch zusammen. Vorher war ich halt da für sie. Jetzt bin ich es nicht mehr.
das ja, ist für mich halt eine ziemlich schwierige Situation und geschweige denn für meine Frau. Mhm. Damit überhaupt klar zu kommen. Ja, ich meine, aber immerhin bist du jetzt öfters da und es ist auch schon ein Hoffnungsschimmer im Tunnel zu sehen, nämlich, dass du vielleicht nächstes Jahr rauskommst. Ja, klar. Ne, es ist ja alles jetzt nicht mehr so ganz dramatisch. Also wenn du jetzt meinetwegen jetzt wirklich absolut 3 Jahre vor dir hättest, geschlossener Vollzug und also das Härteste, was man sich vorstellen kann. War sie denn, wenn sie so etwas erlebt hat, so etwas Schlimmes, war sie denn schon, hat sie sich behandeln lassen irgendwann mal? Nee. Warum nicht? Ich nehme an, ihr fällt einfach der Mut oder die Überwindung, da mal zu einem Psychologen zu gehen. Ja. Sie behauptet immer, sie hat ja mich, aber ich meine, ich bin momentan sowieso nicht da. Ich habe extra eine Seelsorgeausbildung gemacht vor 3 Jahren und... Du hast eine Seelsorgeausbildung gemacht? Ja. Aha, was ist das? Wie macht man eine Seelsorgeausbildung? Das lief über die evangelische Kirche. Aha. Ich bin auch da, glaube ich. Ja. Das war Telefonseelsorge. Also, ach so, Telefonseelsorge. Ich verstehe. Ich verstehe, ja. Die auch allgemein bekannt sein soll. Natürlich, ja. Mhm. Wem hat deine Partnerin das denn schon erzählt? Bist du der Einzige, der davon weiß? Ich kann es nicht genau sagen. Also ich weiß, dass sie vorher mal einen Freund hatte, dem sie es mitgeteilt hat. Mhm. Aber ansonsten, denke ich, ist es ziemlich außen vor geblieben. Ich glaube, meine Mutter weiß es noch. Also da kann man ja eigentlich nur Folgendes machen. Offensichtlich habt ihr ein sehr gutes und inniges Verhältnis miteinander, du und deine Frau. Ja. Deine Situation ist, kann man ja optimistisch sehen. Dann solltest du sie wirklich animieren und ihr zureden und ihr helfen, dass sie sich in professionelle Hände begibt, um einfach von wirklich eine fundierte Hilfe zu bekommen. Natürlich kann dein Partner helfen und vieles auffangen, aber es wäre sicher besser, wenn sie auch noch zu einem Psychologen, einem Psychiater ginge. Das sehe ich ganz genauso. Also ich kann auch keinen Psychologen in dem Fall ersetzen. Gerade als Partner kann ich das nicht. Mhm. Ist denn das immer wieder jetzt auch Thema, wenn du nach Hause kommst aus dem Knast? Oder wird da auch nicht jedes Mal drüber gesprochen? Nein, das ist ja sehr selten Thema. Also wir sprechen schon ab und zu mal drüber, aber sie blockt halt von vornherein meist ab, weil sie sagt, sie will nicht zum Psychologen gehen. Und für mich ist halt das Dumme, ich kann nicht dahinter sein. Also ich würde ansonsten sagen, hör zu, ich mache jetzt einen Termin aus, wir fahren da gemeinsam hin, dann wäre das auch nicht so das. Ja, wobei, ich bin da auch mal so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, man kann da auch niemanden so quasi hinzerren. Das muss derjenige schon selbst auch wirklich wollen. Man kann immer die Hilfe anbieten, man kann sagen, pass auf, wenn du möchtest, ich helfe dir beim Organisieren dieser Sachen, aber hingehen musst du allein und du musst auch hingehen wollen. Sonst ist das irgendwie auch kontraproduktiv hinterher, wenn die Person da sitzt. So eine halbe Bereitschaft dazu war schon mal da. Mhm. Das ist allerdings jetzt wieder ein bisschen... Sie hat sich wieder ein bisschen distanziert. Habt ihr Kinder auch? Noch nicht, jetzt ist meine Frau gerade schwanger. Ach so, naja. Also Mirko, ich glaube, also ich will dir noch mal ein bisschen Hoffnung zusprechen. Das ist ja alles absehbar. Und ich hoffe, dass du auch daraus gelernt hast und dass nicht nochmal sowas passiert, dass du nochmal in den Knast kommst. Also ich bin, nein, das war eine ziemlich dumme Geschichte damals. Und ich bin auch sogenannter Ersttäter. Mhm. Hab erst in Waldheim, das ist Deutschland jetzt erstmalig im Ersttätervollzug, der ist da eingerichtet worden. Mhm. Da bin ich hingekommen. Da war ich auch ein Dreivierteljahr im geschlossenen Vollzug und jetzt bin ich in der JVA Bautzen. Mhm. Du bist verurteilt worden wegen Menschenhandel? Ja. Ja. Mhm. Du sagst gerade, du bist ja ein gläubiger Mensch. Ja. Bist du das im Knast geworden oder warst du das vorher schon? Ich war das vorher schon. Ja. Ja, und ich habe das auch, was ich gemacht habe, ich habe Mazedonier, also Ausländer von der deutschen Grenze ins Landesinnere gebracht. Also ich habe. Hast du da gut Kohle bei verdient? Ich muss sagen, ja, obwohl das auch relativ ist. Wobei das natürlich dann auch wieder mit Glaubensgrundsätzen sehr schwer alles zu vereinbaren ist, ne? Das ist richtig, ja. Mhm. Ich habe deswegen auch meine Ehrenämter alle abgegeben. Ja. Du bist für dich entschlossen, dass so etwas nie wieder passieren wird? Auf gar keinen Fall. Mhm. So, jetzt wünsche ich dir und eurer Familie alles Gute. Und hoffe sehr, dass du deine Frau überzeugen wirst können
und dass sie auch eine Hilfe findet und auch eine Lösung aus dieser Problematik findet. Ja, danke. Also alles Gute von Herzen. Gut, Jürgen, kann ich von dir bitte auch zwei Autogramme? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Tschüss. Ja, tschüss. Das war's in der Technik. Kerstin Klinger heute Nacht. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Freitag, der 15. Oktober. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bochum. Aus Protest gegen den drohenden Massaker.